Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Ultimate General Civil War. Ja, wir spielen jetzt die Blauröcke, sind jetzt gegen Sklaverei. Vorher waren wir dafür, jetzt sind wir dagegen. Und, und dann, Scherz beiseite, ich bin wirklich gegen Sklaverei, ne? Aber ich versuche mich immer, es ist sowieso. Ich versuche mich wie beim Rollenspielen, sage ich mal, so ein bisschen auf die Seite hineinzuziehen, auch wenn es auch manchmal falsch ist. Wie pro Sklaverei. Na gut, nur mal das zu kleinen, als kleine Info. Ja, ich bin gespannt, wie sich die Blauröcke spielen. Ich denke mal, sie werden mehr Männer haben. War ja auch historisch so. Sie hatten bessere Ausrüstung. Ich glaube, das war historisch auch so. Aber ich glaube, die Veteranen waren mehr bei den Konföderierten. Aber wenn ihr da mehr wisst, ab in die Kommentare. So, ich würde jetzt einfach mal sagen, Kampagne, Start. A house divided against itself cannot stand. This government cannot endure permanently. Half slave and half free. I rise, Mr. President, for the purpose of announcing to the Senate that I have satisfactory evidence that the state of Mississippi, by a solemn ordinance of her people in convention assembled, has declared her separation from the United States. Warte mal ganz kurz, bevor ihr weiterklicke. Steht da wirklich Frankfurt? Frankfurt? Wird? Das muss ich mal googeln. So, wir hatten vorher. Ach so, warte mal. Müssen ja, glaube ich, das ist ja gar nicht die Schwierigkeit. Ich bin Taktiker. Wir haben plus Truppen. Teil? Was? Truppenteil legt die Größe der maximalen Gruppe fest. Das ist schon mal geil. Ich sage, wir sind Logistiker. Oder Ausbildung. Ausbildung war, glaube ich, für. Mit Ausbildung können sie ihre Verluste mit günstigeren Veteranen. Boah. Nachschub. Ach komm, ich bin Stratege. So, wir haben Stratege genommen. Aufklärung, Nachschubwesen. Ich würde Nachschubwesen. Hier nehmen wir mal Artillerie. Wegen Nachschub und Medizin. Medizin, glaube ich, ist gar nicht so blöd. Wir nehmen doch mal. Warte mal, gehen wir mal zurück. Nehmen wir doch Ausbildung. Der Stratege hat Ausbildung. Dann nehmen wir doch hier Infanterie nochmal. Dann pushen wir gleich zu Anfang noch mehr die Ausbildung. So. Wir könnten jetzt die Ausbildung nochmal pushen. Wirtschaftlichkeit finde ich aber vielleicht auch nicht schlecht, weil es gibt gleich drei. Oder Politik. Erhalten Sie im Laufe des Krieges mehr Rekruten. Aber wenn wir da jetzt nochmal auf Ausbildung gehen, dann dürften wir ja Ausbildung richtig schon weit oben haben. Komm, wir gehen mal voll auf Ausbildung. Nimm die Union. Der Süden hat sich abgespalten von die Vereinigten Staaten. Warte mal, der Satz ist ja doof. Der Süden hat sich abgespalten und die Vereinigten Staaten werden angegriffen. Sie haben geschworen, die Verfassung zu verteidigen und gelobt, die Union wiederherzustellen. Der Norden genießt in Sachen militärischer Stärke und Material einen klaren Vorteil und wird die Rebellion mit Sicherheit zerschlagen. Dann werden vor dem Gesetz alle Menschen gleich sein. Warte mal, da fällt mir gerade mal ein Interview zu einem Soldaten, der im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat. Er war rein zufällig schwarz und hat für Amerika gekämpft gegen die Nazis. Hat gedient, kam nach Hause und durfte hinten in dem Bus sitzen. Ah, naja. So, wir spielen diesmal, sage ich mal, normal. Ne, vorher hatte ich hier mit Bonus. Ich glaube, das war vielleicht dann auch einfacher. Stärke des Feindes, ja, Rufsenkung. Also wir hatten dann schon mit den Konföderierten, wenn wir jetzt hier natürlich höher gehen würden, ich glaube, die Blauröcke spielen sich leichter, sage ich jetzt einfach mal so, als die Konföderierten, weil die halt einfach, was Geld und Waffen angeht, glaube ich, nicht so viel hatten wie die Blauröcke.
Ja, Sie sind ein erfahrener Kommandeur. Nein, bin ich nicht. Ich habe zwar jetzt schon viele Schlachten geschlagen, aber ich würde noch nicht sagen, dass ich erfahren bin. Naja. So, Ausbildung sind wir schon bei 7. Sieht doch schon mal gut aus. Truppenteil wäre vielleicht wichtiger gewesen, aber ist erstmal egal. Veterankosten, ja gut. Ja. Aufklärung habe ich bisher immer. Und wir heißen auch hier immer noch Heinrich. So, das wird bleiben. Berater nutzen. Ach, lass den nochmal an. Wenn er nervt, können wir ihn ja immer noch ausmachen. Lording. Ich bereue diesen Angriff mehr als... Oh, Text. General, unser Hauptziel ist es, diese Kleinstadt um ihren Bahnhof zu sichern. Kleinstadt. Wo ist der Bahnhof? Ah, das soll der Bahnhof sein. Machen wir. Läuft. Laut den Speeren besteht die Besatzung aus nicht mehr als 3000 Mann. Sage ich jetzt einfach mal so. Wir müssen die Stadt einnehmen, bevor die Verstärkung der Rebellen per Eisenbahn eintrifft. Aha. Oh, das ist ja... Oh, das kenne ich nur aus diesem alten Dark Omen-Spiel hier, Warhammer. Da hatte man so schöne Hügel meistens. Oh, Bogenschützen, Bogenschützen und die Infanterie dadurch. Und ach, das ist ein Traum. Es ist ratsam, ihre Vorhut zu nutzen, um die Umgegend der Stadt von Plänkern und anderen Bedrohungen zu räumen. Der Rest ihrer Streitkräfte ist auf dem Weg und wird sich aus Südwesten, das ist wahrscheinlich hier, ankommen. Greifen Sie die Stadt an, wenn all Ihre Streitkräfte vor Ort sind. Okay, okay, okay. Ich will aber hier... Hier will ich mal... Egal. Ja, sind das jetzt alle meine Streitkräfte? Ja, eigentlich voll blöd, wo ich da gerade lang gehe. Ja. Ach, das war selber doof. Ich hab's doch noch vorher gesagt. Das war mit Ansage. Mit Ansage habe ich es gesagt und ich laufe da einfach querfeldein. Ah, das sind die ersten 14 Tote. Die gehen auf meine Kappe. Wir müssen in den Wald. Der Wald ist gut, Jungs. Der Wald ist unser Freund. Oh, da ist Zock. Der Zocker. Was haben wir noch? Stockton. Und Schäfer. Ein Deutscher. So, weiter, 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 weiter. Ah. Die stehen aber schön lang. Da können wir ja schon hier fast angreifen. Ach komm, nicht lange Fackel im Kopf in den Nacken. Aber im Wald bleiben, bitte. Mhm. Immer noch im Wald bleiben, bitte. Dürfen wir ein bisschen laufen. Zock, zock. Oh, 71. Ach, sind die motiviert. Bleibt mal stehen. Bis die Motivierten wieder demotiviert sind. Was? Fernkampfangriff wird von den ausgerüsteten Waffen und Fähigkeiten... Ja, wissen wir. Ich glaube, das schalten wir wieder aus. Hey, 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 halt! Bleibt mal in dem Wald, meine Freunde. So. Dann drängen wir die weiter zurück. Und stellen uns dann hier so schräg. Damit sie laufen. Gut. Und ihr dürft genau auf die schießen. Auf die schießen. Und hierher. Na, Zock, kommst du ran, ne?
Ich wollte gerade auf die Tarnung gucken. So, Ihre Verstärkung ist eingetroffen. Marschieren Sie zur Stadt. Ich liebe Kavallerie. Na, komm mal, klär mal hier ein bisschen auf. Ah, Kanönchen mit Hönchen. Ich liebe euch. Ah, die werden wahrscheinlich hier schon verteidigen. Gehe ich stark von aus. Wir können ja mit den Kanönchen und so dahin. Das wird schön. Das wird schön. Oh, warte mal. Da ist ein Feind. Halt, Männer, halt! Feuer frei! Was los? Schießen! Schlaft ihr denn so lange, Jungs? So, den General schiebe ich da mal hin. Du kannst Stockton und Zock hier mal ein bisschen weiter. So, Infanterie schicke ich mal vor. Die können ein bisschen laufen. Mal ein bisschen arbeiten für ihr Geld. Weil hier könnte man vielleicht, wenn die Kanonen hier sind, nach da schießen, nach da schießen. So, du bleibst hier erstmal am Gebäude stehen. Das Gebäude sollte nochmal gut Deckung geben. Und dann geht ihr bis zum Feld. Ich überlege, ob ich die Kavallerie da über die Brücke jage. Also Mensch, Kanönchen, ne? Also wir müssen mal ein bisschen Gas geben hier. Bevor der Zug der... Gab es ein Wort für die Konföderierten? Ein Schimpfwort? Schmähwort wie Yankees oder so? Hm. Wenn ihr das wisst, schreibt mal in die Kommentare. Könnt ihr weiter vor. Ich wollte nur gucken, ob im Wald was ist. General zu General. Und ich traue mich da noch nicht irgendwie Leute über die Brücke zu schicken. Weil ich wirklich die Befürchtung habe, dass die gekillt werden. Weißt du was? Die letzten Meter gehen ja hier. Komm. Was haben wir überhaupt für Kanonen? Kann ich das hier einsehen? Kann ich meine Kanönchen einsehen? Long Range. Aha, vielleicht reicht das ja schon. Feuer frei. Feuer frei. Da sind 700 Mann. Gut, das reicht mir schon. Kanönchen, Munitionchen. So. Die sind hier gut positioniert. Also hier überall so vereinzelt. Kanonen feuern. Laden. Los. Heute noch. Wo bleiben die Kanonen? Ah, die Kanonen fetzen aber nicht so richtig. Ne? Hat schon 21 Mann, sind tot. Oh, vielleicht eine Salve und dann Nahkampf? Ah, ich weiß nicht, wie gut die Truppen sind. Ah, die laufen schon. Fantastisch. Gleich rein. Gleich rein, hinterher. Los. Los, 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 los. Hier auf die und gleich hinterher. Wir schießen sie so quasi raus.
Oh, die werden zurückgedrängt. Ah, ich ziehe die Kanonen doch ein bisschen näher. Drängen so meine Leute zurück. Wenn der Offizier einer Einheit getötet wurde, nein. Oder verwundet, ja, weiß ich doch. Aber ist er tot? Scheiße, der ist wirklich tot, der Schäfer? Oder verwundet? Wollt ihr mich verarschen? Ihr habt meinen Schäfer getötet? Alter, das gibt's doch nicht. Ihr dreckigen kleinen Hunde. Nee, bleibt mal in den Gebäuden. Ihr habt da mehr Deckung. Hier. Bitte wieder verjagen. Was hast du für Deckung? Das ist natürlich schlecht. Laufen. So, du musst am besten auch nochmal hier. Können wir rankommen? Du musst da rankommen. So, Watson oder Walton wird nicht lange leben, das ist das Problem. Halt. Der muss aus den Gebäuden raus, damit er nur Schaden kriegt. Kanonen, ich höre euch nicht. So, weiter zu den Gebäuden. Was hast du an Deckung? Gebäude, super. Und weiter vor. Los. Weiter vor. Laufen. Wunderbar. Die Schweine laufen. Nein, ruhig hinterher, mein Freund. Ruhig hinterher. Nachschießen. Schießen, schießen, schießen. Das Leben ist kein Ponyhof. Immer druff da. Druff, druff, druff. So. Halt! Nicht die tolle Deckung ausgeben. Ein bisschen Deckung brauchen wir doch wohl. Kannst du bitte mal da? Und kannst du bitte da? Kanonen sind jetzt frei, aber ich brauche Unterstützung, weil Brücke ist finde ich immer gefährlich. So. 100% Deckung, ja. Weil die Reichweite passt mir nicht. Okay, wird ein Gegenangriff oder was? Das ist das schon der Zug gewesen. Ah, die kommen echt. Die kommen. Auf die Motivierten! Auf die Motivierten! Sie sollen demotiviert werden. Nur ein Stück zu weg. Ich weiß, du hast gute Deckung, mein Freund Zock, aber wir kriegen sie nicht tot, wenn wir in Deckung stehen. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht noch irgendwas anderes lang gehen, aber... Dasselbe jetzt mit dem da. Das wird ein teurer Sieg. Geh nach da. Wieder motiviert. Auf die Motivierten. Okay, komm, zieh ich zurück. Komme ich darüber?
Ja, der läuft. Okay. Mal folgendes. Positionieren wir uns jetzt da um. Laufen. Du bleibst mal schön da, wo du bist. Heinrich. Wir stocken mal wieder. Kanon. Auf ihm. Hier. Auf ihm. Ach, jetzt haben wir... Ja, die wurden flankiert. Scheißen Dreck. Ah, das habe ich vergessen. Das... Ach, Mann. Spielst du mal wieder ein paar Tage nicht, ey. Heinrich, ich hol ihn wieder. Wenn der 100 Mann weniger hat oder so, dann würde ich da quasi in den Nahkampf gehen. Lass mal dich nochmal hier. Das müsste eigentlich noch reichen hier für die motivierten Leute, wenn sie rüberkommen. Dass sie da einen auf den Sack kriegen. Verlieren wir mit zu wenig. Ah, die laufen jetzt wieder. Sieht zumindest so aus. Blinkt schon. Selber hätte ich da gerne auch mal, bitte. Lass er laufen. Halt. Du bist mir schon wieder viel zu weit raus, mein Freund. Du auch. Bleib mal hier schön hier. Schön da bleiben. Oh, das waren schöne Kanoneinschläge. So, ich versuche jetzt mal was. Ach, die sind noch gar nicht richtig in der Feuerreichweite gewesen. Ich warte, bis sie geschossen haben. Und dann versuche ich Nahkampf. Ah, es war nur ein Schuss. Laufen, okay. Dann hinterher. Rüber. 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 Währenddessen. Kanönchen mit Hühnchen. Feuer frei. General Heinrich ist auch noch in der Stadt. Na, also, wenn die Kanonen tot sind, dann... Charge! Ja, komm. Angriff ist dank Nahkampfboni eine taktisch sehr gute Entscheidung, um mein Gebiet von Feinden zu befreien. Okay, danke. Ich meine, wir ziehen uns gleich zurück. Ich glaube, das sollten wir jetzt ziemlich gleich machen.
So, ich glaube euch, ihr seid da flink unterwegs. Dann noch mal hier lang, damit wir dann in die Stadt weiter reinkommen. So, er sollte eigentlich quasi reichen. Ich glaube, wenn du noch ein bisschen zurück nach vorne gehst, dürftest du auch noch Gebäudedeckung kriegen. Die Kanonen ziehe ich jetzt auch weiter vor. Supply weiter vor, weiter vor. So, genau. Weiter auf die wollen Nahkampf. Nein, schön von hinten jetzt hier. Nahkampf da. Rauf, rauf da. Schießt, macht was ihr wollt. So, jetzt oder nie auf die drauf da. Ah, sie kommen in 20 und, Minuten so. So, wir brauchen Infanterie. Na? Oh, jetzt müssen die hier langsam mal laufen, da, Mensch. Jetzt holen sie die mal da, damit die in die Geschichte sind. Oh, die laufen. Endlich. Gleich rüber. Gleich rüber. Laufen. Aber sowas von laufen, meine Jungs. Kanönchen. Feuer. Aber sowas von schnell laufen. Ich bin mal mutig. Eine Kanone ziehe ich hier schon mal gleich rüber. So, dass der hoffentlich gleich läuft. 100 Verteidigung, 100 Verteidigung. Wenn der jetzt von zwei Seiten Feuer kriegt, müsste der theoretisch auch laufen. Ah, hier warte ich nochmal. Komm mal hier näher ran mit den Kanonen. Weißt du was? Ich jage hier nochmal mit der Kavallerie nochmal rein. Au, oh, was habe ich geklickt? Fuck! Ich habe gar nicht gelesen, Mann. Das war... Ich wollte eigentlich gerade was ziehen und dann, naja. Die Stadt ist gesichert, aber die Rebellen sind entschlossen, sie zurückzugewinnen. Wir haben einige Verschanzungen angelegt, um ihren Angriff aufzuhalten. Okay. Ach, die kommen jetzt daher. Die kriegen keine Verstärkung mehr. Okay, die haben wir da gerade noch weggekriegt. Mehrere feindliche Regimenter nähern sich, auf dieser Straße. Ah, die größte Bedrohung ist der gepanzerte Zug. What? Der auf den Schienen hierher unterwegs ist. Ohne Geschütze werden wir große Schwierigkeiten haben, sie auszuschalten. Okay. Gute Nachricht ist, dass Verstärkung auf dem Weg ist, die auf starke Artilleriebatterien umfasst. Sie sollten in etwa einer Stunde ankommen. Das wird ein harter Kampf werden, General. Ich bin bereit für Ihre Befehle. So, ich auch.
Machen wir kurz Pause, mal gucken, wie die Lage ist. So, ich würde General Heinrich niemals da so offen hinstellen. Voll doof. Hier ist leider keine Deckung. Ich würde trotzdem noch mal so ein bisschen dahinter schieben. Du kannst das Gebäude einnehmen. Ich weiß nicht. Die Kavallerie hätte ich gerne noch mal. Kann aber da hinten hinlaufen, einfach so als Speer. Viel kann die nicht mehr ausrichten. Ihmchen, du kannst da die Position halten und dann hoffentlich kommt geile Verstärkung. Mit Loomis bin ich mir noch nicht sicher, ob ich den da so stehen lasse. Der ist ja quasi nackt und offen. Das gefällt mir nicht. Weiter. Halten Sie Philly. Was soll denn Philippi? Diese Stadt halt. So. Gibt's hier vielleicht ein bisschen mehr Deckung? Ich würde jetzt nicht gerne umfassend näher an ans Feld ran. Gibt's hier. Irgendwo gab es nochmal ein Level, da war die Eisenbahnschienen waren auch Deckung. Ihr General gibt Einheiten in einer. Was? In seiner Reichweite wertvolle Kommandoboni. Die ihre Moraleffektivität erhöhen. Ja, das ist richtig. Das ist mir bekannt. 84. 84 ist schon mal besser als nichts. So. Hätte trotzdem hier irgendwas. Konföderierte, komm die nördliche Straße herunter. Ja. Du bist gar nicht getarnt, mein Freund. Mehr Rebellen gesichtet. Ja. Warum bist du nicht getarnt? Du bist im Wald. 100% Deckung. Wieso sehen die dich? Also, sobald sie feuern, schieße ich dich da, gehst du wieder weg, mein Freund. Ich hoffe, dass du getarnt bleibst, damit wir quasi die Kanonen von hinten schön angreifen können. Apropos Kanonen, ich hätte euch doch dann doch ein bisschen besser lieber hier. Rebellentruppen an unserer linken gesichtet. Ja, und rechte kommt auch was. MacArthur. Das McDonald's zu dieser Zeit. So, Fernkampf wird von den ausgerüsteten Waffenfähigkeiten beeinflussen. Ja, komm. War ja frei. Wenn du rankommst. Warte mal. Boah, solltest du. Warum schießt ihr nicht? Warum trifft ihr nicht? er hat zwar nicht das... Er hat... Sie haben ihn entdeckt. Lauf! Bürste... Oh, shit. Da kommen ja auch welche. Ich habe gehofft, dass sie ihn vielleicht nicht entdecken. Man kann ja mal hoffen, ne? Alter Judas. Da geht's ja ab. Erst erstmal in Deckung. Pause. Unsere Verstärkung kommt gerade an. Wir warten nochmal, bis alle da sind. Schickt diese Schweine zurück nach... in die Südstaaten, Mensch. Ich brauche da mal Loomis doch in die Mitte. Das wird knapp. Das sind nur 400 Mann gewesen. Oh, er ist immer noch gesichtet. Jetzt kommt der scheiß Panzerzug. Ah, jetzt ist er nicht gesichtet eigentlich. So, Pause, Pause, Pause. Warum sehe ich meine Einheit nicht? Ach du Jemine. Wir brauchen Einheiten, Einheiten, Einheiten. Hopp, 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 hopp. Da kommt jede Menge, jede Menge. Ja, da hat's den Anführer wahrscheinlich zersäbelt. So, müssen wir mal gucken, ob das so was wird. Nein, die sind da. Ich brauche dringend Einheiten. Was haben wir da so an Männern?
Und die hier, die können ja mal. Hallo, könnt ihr mich mal schneller, Affe? Laufen, Mensch, laufen! Meine Kavallerie ist dezimiert. Die rennt jetzt nach Hause. Scheiße. Das war's. Ah ne, lebt noch. Aber viel macht er nicht mehr. So, halt. Ja, Feuer. Wo bleibt meine Verstärkung, Mann? Kanonen hier ins Freie. Meine Leute laufen auf. Das ist scheiße. Ja, die Kanone läuft auch. Das ist richtig scheiße. Laufen. Euch ziehe ich jetzt nochmal ab in die Mitte. Euch ziehe ich dahin. Ja, klar, sind durchgebrochen. So, halt. Bleibt in den Häusern. Heinrich, hol doch Walton zurück, Mensch. Walton und Woods. Die nicht mal richtig gekämpft haben wollen und dann nach Hause wollen. Das sind die Richtigen. So, wir brauchen einmal... Hier Verstärkung. Dich brauche ich hier Verstärkung. Dich brauche ich hier in dem Mini. Gib Gas. Und noch. Dann haben wir noch so einen verfickten Kackzug. Den müssen wir auch noch töten. Wieder auf den Zug, den mag ich nicht. Ja, die kommen einfach. Die haben gerade echt die Überzahl. Halt! Lass dich nicht rauslocken, mein Freund. Er wird auch von der doppelten Anzahl. Zock wird gerade richtig penetriert. Ah, Loomis raut ab. Ich kann's verstehen, Loomis. Es tut mir leid. Ich kann es absolut nachvollziehen. Ah, die dürfen hier nicht rein. Die dürfen hier nicht rein. Major Zock wurde verwundet. Ihr Schwein habt Zock verwundet. Das gibt's doch nicht. Oh, Schäfer. Unser Mantel. Schäfer hat's ja leider auch erwischt. Kanonen können wir hier aufstellen. Und Walton läuft wieder. Ach, das ist doch Dreck, ist das. Die laufen links zurück, jetzt müssen wir die anderen nur wegkriegen. Bleibt mal in Deckung. So, Heinrich, kannst du dich mal beruhigen? Was ist denn hier los? Auch halt. So. Nee, Entschuldigung.
wollte, dass du feuerst. Feuer. Feuer. Und Feuer. Und komm rein. Also du wirst flankiert, mein Freund. So, jetzt habe ich dich hier. Du kannst da hingehen. Warum wird ihr flankiert? Ich raff es nicht. Dieser scheiß dreckige Zug muss weg. Dieser gepanzerte Megazug. Mit Kanonen drin. Ey, das gibt's hier nicht. Hey, warum rennst du zurück? Nach vorne. Denkst du, ich bin jetzt zum Vergnügen oder was? Ich kann mir vorstellen, dass wenn dieser Zug weg ist, ne, dass dann halt die Moral auch bricht und wir quasi hier die Oberhand gewinnen. Warum bist du so ein Zappelarsch? Nee, du musst nicht gegen den Zug kämpfen. Ihr müsst nicht gegen den Zug kämpfen. Ich möchte aber euch nur in dem Gebäude wissen, dass ihr da seid. Damit hier so an so Leute, Reserveleute hier quasi angelaufen kommen und einen auf den Sack kriegen. Darum seid ihr da. Du kannst da mal halten. So, hurra! Der Zug, der konfiguriert. Von den Graurücken, so. Ist schwer beschädigt und zieht sich zurück. Er soll nicht zurückziehen, er soll sterben. Ganz einfache Kiste. Nur ein toter Zug ist ein guter Zug. 51, ich hoffe echt, dass wir den noch hinkriegen. Oh, haben wir da gerade einen General weggesammelt? Na los, Kanonen! Lass den Zug doch nicht überleben! Oh, greif mal an. Schicke ich ihn raus? Ne, das müssen wir schaffen. So, komm nach vorne. Lauf, mein Freund. Leider wird der Zug überleben. Es tut mir wirklich leid, aber... Das heißt, wir können die Leute nach vorne ziehen, nach vorne, nach vorne. Ich glaube nicht, dass er nochmal kommt. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber wir brauchen da oben bei Stockton, brauchen wir Männer. Was können wir denn entbehren? Hier 300er Loomis. Kommt der nochmal? Nee, ne? Ja, hat keine Lust mehr nach Hause. Ich höre immer. Ist er da? Okay. Wir können aber auch die Ecke freigeben. Und wir sie weiter rankommen lassen. Dafür ziehe ich aber zuerst die Kanone ab. Dann, ja, du kannst dich gerne hinziehen, aber erstmal zurück. Lass mir kommen, ich will, dass sie sterben. Hat er jetzt auch 100 Deckung? Alles kann ein Supply nehmen, das habe ich nicht gebraucht. Oh, scheiße, Supply. Nicht den Supply! Nicht den Supply! Oh, nicht die Kanone. Das habe ich auch nicht gedacht. Nein, die Kanone hätte ich doch reinstellen sollen. Naja, ist okay, komm her, Kanone, komm rein. Komm rein. Stockton, komm hier zurück. Stockton, zurück. So, die Häuser lassen sich doch super prima verteidigen.
So, Bristoff, dein letzter Einsatz. Die Kanonen können doch alle mal hier schön hinstellen, ne? Ihr wollt auch alle Action haben. Action, Action, Action. Los, Kanönchen mit Hühnchen. War hier nicht irgendwo eine Kanone? War die nicht hier irgendwo in die Mitte oder ist sie schon weitergezogen? Kann natürlich sein, dass jetzt alle hier hochgezogen sind, aber... Noch ist er getarnt. Ist echt weg. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann ab in den Wald. Ach, da hinten. Wird beschützt. Okay. So, du kannst eigentlich da stehen bleiben. Ist aber 100 hier alles, ne? 100, 100, 100. Wenn die Kavallerie nochmal zurückkommt, kriegst du gleich einen wieder drauf. So kriegen wir noch ein paar Leute tot. Unsere Kanonen brauchen ja auch Erfahrung. Sollen sie mal ruhig ein paar Leute töten. Und ich würde gar nicht auf die Großen gehen, eher auf die Kleinen, die nerven. Wenn die Großen, die schießen mal 100 tot, dann rennen die weg und dann kommen die wieder. Ne? Das ist lieber erstmal die Kleinen, damit sie sich auflösen und gar nicht erstmal nerven. So, jetzt gibt es eine große motivierte Schlacht. Da kommen ganz viele. Ich würde sogar sagen, komm mal her. Und ich würde mal sagen, komm mal her. Ne, dass diese motivierten Leute da gleich abgefangen werden. Nicht auf meine Kanonen. Die sind ja echt motiviert. Ich hoffe, dass sie da noch seitlich einen von Zock einen draufkriegen und rennen. Na los, komm weg da! Apropos Kavallerie. Jetzt darfst du. Jetzt ist der Moment. Da haben sich die aufgelöst. Jetzt sag halt. Bleib in Deckung. So. Die Kavallerie darf jetzt zerfleddert werden. Genau. War ja frei, alles was da lang läuft. Bleibst du mal hier, Junge? Genau, damit sie gleich wieder laufen. Oh, wir haben. Junge, ran da, Attacke. Nicht, oh nein, falscher Knopf. Ich hab's in den Rückzug geschickt. Ja komm, lass mal die nochmal die Kanonenleute wegschnitzeln. Sollt euren ersten Erfolg haben gegen die Grauröcke. Komm, du kannst damit. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt so klug angestellt habe, aber wir hatten ja auch nicht so viele Truppen. Ach komm, lass ihn leben. Oh, haben sie aufgelöst. Fantastisch. Dann haben wir noch ein paar mitgenommen. Gefangen haben wir eigentlich keine gemacht. Könntest du noch mal versuchen eigentlich, ja? Ach komm, lass sie am Leben. Sind wir mal gnädig. So, 6000 Mann haben wir doch aufgestellt. So viele. Okay. Ach. Das ist jetzt Macht der Gewohnheit. Ich habe jetzt hier drauf geguckt. Ist mir jetzt gerade so auf den Namen aufgefallen, dass ich ja nicht MacArthur bin, der Vorreiter von McDonald's. Nein, ich bin Heinrich der Löwe und bin ja jetzt blau. Das ist erstmal ungewohnt für mich. Wir haben aber trotzdem 1700 Mann verloren. Das ist nicht wenig. Ich würde sagen, aufgerundet ist es die Hälfte.
Dafür war der Gegner in Überzahl und hat sich an uns die Zähne ausgebissen. Ziele haben wir alle erfüllt. Das war unsere erste Mission. Ja, und wenn ich auf die Uhrzeit gucke, habe ich da ganz schön viel Zeit verplempert. Nein, das Video ging mir schon wieder eindeutig zu lang. Hab gar nicht drauf die Zeit geachtet. Muss ich mich echt wieder... Aber ich fand auch in dieser Mission hatten wir jetzt nicht so eine Möglichkeit zu sagen, ihr macht mal einen Break und nächstes Mal geht's weiter. Ich würde sagen, ja, wenn es euch gefallen hat oder ihr noch irgendwelche Tricks habt oder Tipps, gerne her damit. Aber ihr wisst ja, ich bin lernresistent. Ein, zwei Leute von euch haben mir immer gute Tipps gegeben und manchmal habe ich den in der Schlacht nicht befolgt. Ich habe sogar in einer Schlacht gesagt, ich muss da und da drauf achten. Und dann spiele ich das Spiel oder die Schlacht und ich achte nicht darauf. Ah, das ärgert mich. Na egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Like, einen Kommentar. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.